Oh, jetzt kommt's. Jetzt bin ich schneller als das Vieh. Ah. Wollen wir mal gucken. Also das habe ich eigentlich erstaunlich schnell geschafft. Hä? Das habe ich erstaunlich schnell geschafft bei mir. Jetzt bin ich mal gespannt. Naja, entweder ich fall runter oder ich gewinne. Ja. Andere Optionen gibt es nicht. Oder hey, das ist ja einfacher hier. Oder du bist langsam und verlierst. Das ist einfacher als auf dem N64 hier, finde ich. Haben die gemerkt, dass das zu schwer ist für manche? Stimmt, der ist ja zwischenzeitlich dann so schnell gewesen, dass er trotzdem an dir vorbeigesaust ist. Ja. Das macht er hier gar nicht. Nee. Gemein. Mu, Hättest du jetzt eine richtige Herausforderung dir gewünscht? Hm? Oh, Grillpinguin klingt auch gut. Ja, ich hätte mir eine richtige Herausforderung gewünscht. Oh, hier kriegt man viele Münzen. Ich glaube, Münzen sammeln muss ich ja auch noch. Ja, muss bei jedem Münzen sammeln, ja. Die Münzen sammeln müsst ihr, die mögen die meisten Leute nicht so. Lieber jeniger, der mit J anfängt und mit einer 2 aufhört. Kannst du bitte mal aktualisieren? Ich glaube, wir sind schon viel, viel weiter, wenn du das in den Text schreibst. Oder mir kommt das nur so vor. So, jetzt gibt's Grillpinguin. So, warten wir jetzt, bis es geschmolzen ist. Rutschpartie um 8 Münzen. Oh Gott. Oh je. Ja. Wo ist denn Münze Nummer 1 eigentlich? Ist hier oben irgendwo noch eine? Scheibenkleister, das war nix. Das ist aber nicht der Original-Stimme-Sound. Okay. Sieht aber sehr schön aus, gerade der Tod. Bei mir. Okay, da hinten war ja nichts. Nee, hier oben gab's keine roten Münzen mehr. Oder gab's keine roten Münzen. Überhaupt. Aber hier gibt's einen Teleporter. Ja, hier muss man sich wirklich gut umsehen. Also ich glaube, stellenweise muss man auch wieder nach oben dann, weil es in verschiedene Richtungen geht. Richtig. So, aber erstmal will ich hier runter und hier Kram holen. Und ich glaube, in diesem, bei den 8 roten Münzen mache ich auch gleich das Dings mit, den Münzstern. Wenn ich die alle hab, dann... Was ist nun los? Das Vieh schon wieder. Wer ist da? Wer stört mich in meinem Schönheitsschlaf? Bla 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 bla. Ach, die Eule. Ja, die blöde Eule, die... Kommt eigentlich keine Ahnung. Mal wieder ein ohne jeden Grund und erst recht nicht wegen XXX Abonnenten-Special. Upsa. Ist gerade nicht so geplant. Weil wir sind noch sehr weit von der XXX XX entfernt. Naja, bisher habe ich es bei 100 gemacht und dann bei 100 mal 10. Und dann 100 mal 100, irgendwie. Naja, 100 mal 10 mal 10 ist das gleiche. Ja. Okay, hier hilft mir das gerade gar nicht weiter. Oder? Nee. Also warum soll ich hier so ein Eulenviech fliegen? Ich gehe lieber runter. Damit du eine schöne Übersicht hast. Aber dafür gibt es ja den Übersichtsplan. Ja, genau. Von einem Schneematsch in den nächsten gesprungen. Ah, was haben wir denn hier für einen Bobby? Ja, genau, ein Bobby. Boah, du hast ja schon einige rote Münzen gesammelt. Gut gemacht. Bitte schau auf die Karte unten. Sie sind so freundlich, sie sagen alle bitte. Ja. Das sollten wir ihn austreiben. So, Nummer 5.
Und langsam geht mir auch... Oh nein, 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 nein! Oh nö! Oh doch! Oh doch, oh doch, oh doch! Oh, das hatte ich voll vergessen. Oh Gott. Oh Gott. Mir blieb kurz das Herz stehen. Oh je. Wer ist der erste Streamer, der live sterben würde? Da wäre ich mir gar nicht so sicher bei so vielen Streamern, wie es schon gibt. Ne, der eine hat doch da, der eine Japaner hat doch da sein Zimmer abgefackelt, oder? Ja, ja. Das habe ich auch gesehen. Das möchte ich nicht nachmachen, vor allem nicht heute. Zum Glück gibt es hier Feuer nur in dem Spiel, wo wir den Pinguin reinwerfen können. So, bereit zum Abschuss. Komm, hüpf rein. Was ist denn hier eigentlich jetzt? Ach, da unten? Hä? Ja, das ist ziemlich unnötig. Also ich habe die Kanone in dem Level auch nicht gebraucht. Nee, ich meine jetzt... Hui! Ach so, ja. Da ist ein Stern, ja. Oh, Mist. Und da ist er weg. Ja, wie? Kann ich da jetzt eigentlich unten rein oder nicht? Hm? Oh, nö. Exilu sollte Google-Übersetzer-Lieder von Pokémon und so machen. Oh Gott. Wie müsste man das denn vorstellen? Wie soll ich denn hier eigentlich reinkommen? Gibst du den Text dann bei Google-Übersetzer ein über drei Sprachen und dann musst du den neu. Ja, musst du den einsingen. Oh Gott. Es geht ja dann aber gar nicht auf mit den Silben, wenn das dann andere Wörter sind. Eventuell ja. Kann ihm jemand sagen, weil er hinterher hängen könnte? Und zwar weit. Das, zumindest habe ich das so von den Kommentaren her geschlussfolgert. Es muss nicht stimmen. Er kann auch Einspruch erheben. Wo wir jetzt so bei Silben und Liedern und so sind, wie lange brauchst du denn immer für deine Lieder? Welche Lieder? Im Speziellen. Oh, spezifisch wieder voll vertextet zum Beispiel. Sag ich das voll vertextet geht eigentlich relativ schnell. Naja, es kommt immer auf das Lied an. Beziehungsweise da ist es einfach möglich, ich kann mir ja aussuchen, was ich will erstmal momentan. Oder konnte es erstmal. Und ich weiß nicht, zu der Zeit, wo ich damit angefangen habe, habe ich noch mein Auto gehabt. Jetzt, wo ich in Berlin wohne, ist das ein bisschen überflüssiger. Und während der Autofahrten habe ich normalerweise... Oh nö, hier kann ich auch keine 8 roten Münzen sammeln. Wer stellt einen brennenden Korb auch neben einem Holzschrank ab, jetzt zum japanischen Streamer? Ja, ja. Hat er doch irgendwie seine Zeitung noch dahin gekriegt. Ja, der hat das mit allem möglichen versucht zu löschen, nur leider nur mit brennbaren Sachen. Na, bis dann irgendwann mal Wasser kam, aber das war wie man so schön sagt, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Okay, ich komme hier nicht an. Also ich muss das hier mit Yoshi machen, oder wie? Ey, sag mir nicht, du kannst die Münzen auch nicht machen. Ich kann die Münzen nicht machen, wollte ich gerade sagen. Ja, ich glaube, der Running Gag in diesem LP ist, du versuchst Missionen zu machen und stellst dann nach 20 Minuten fest, du kannst die gar nicht lösen. Ja. So ist es dann. So, ich werde mich gerade mal hier irgendwo hinschießen, wo ich tot bin. Naja, gut, ich meine, die Münzen kriege ich ja nicht. Was macht Luke, wenn er in die Waschmaschine fällt? Er schaut nur aus der Wäsche. Oh. Ja, das können wir doch ruhig mal machen. Jeder schreibt jetzt einen Witz in die Kommentare. Und der Beste kriegt dann einen Preis oder so. Nein. Ich bin gerade bei dem Schneemann. Bin ich gerade bei einem Schneemann? Bei mir bist du beim Auswahlbildschirm vom Level. Gut, dann bin ich nicht bei einem Schneemann gewesen. So, ich werde mal jetzt runter... Ach Mensch, da hätte ich doch den Teleporter nehmen können. Kann ich immer noch. Und danach werde ich mir Yoshi holen und diese blöden 8 Münzen sammeln. Ach stimmt, hier war ja schon eine Münze, die ich nicht holen konnte. Oh, das hätte mir ja auch früher einfallen können. Oh. Die Münze brauche ich nicht. Aber wie kommt man hier rein? In dieses Eis? Was du gleich sehen wirst. Ja. Da, wo der Stern ist, oder wie? Ja. Ja, vielleicht wieder einen anderen Charakter, ist jetzt nur so eine Vermutung. Und zack. Aber es ist die Standardantwort auf die Frage, wie komme ich da hin und was muss ich hier machen?
Ja, du kriegst ja auch keine Herausforderer. Mhm. Also, derjenige, der gerade schrieb, meiner ist für den Rest der beste Witz. Wir haben es ja nur einen. Was sitzt im Baum und winkt? Oh, das ist Marx Liebster. Wer weiß den noch? Oh, stimmt, den hat er mal gebracht in einer Folge, das weiß ich. Ein Huhu! Wie bringt eine Blondine einen Fisch um? Sie lässt ihn ertrinken. Es tut mir leid. Oh. Also, war doch okay. Das war nicht okay. Also der Witz ja, aber das nicht. Mamma mia! Dabei sein ist alles. Genau. Ding. Oh, bist wieder rausgefallen. Ja, dabei sein ist alles, ne? Deswegen bin ich ja hier. Okay, so, nein, quatsch mich nicht rum, zu, dass ich dein Baby getötet habe. Das ist mir doch egal. Nein. Am besten wäre jetzt so wie bei Zelda, wenn man da was klaut, dann wird man die ganze Zeit Dieb genannt, jetzt wirst du im Spiel die ganze Zeit Pinguinmörder genannt. Wenn es denn wenigstens so wäre. Aber nö. Da gibt's doch so eine Stelle, da muss man so einen ganz komischen Wandsprung. Ja, hier gibt's Wandsprünge. Komische Wandsprünge, da habe ich gerade nämlich was verkackt schon. Sachen, die sich nicht gehören, aber Spaß machen, im Supermarkt nach einer Durchsage auf den Boden schmeißen und schreien, die Stimmen sind wieder da. Das könnte man eigentlich machen mit so einer versteckten Kamera. Boah. Ich habe schon mal mit einer versteckten Kamera so getan, als wäre ich ein Mediamarkt-Mitarbeiter. Ich denke mal, das sollte Sitzen heißen. Sitzen zwei Leichen auf einer Mauer, fällt eine runter, beide tot. Boah. Guck mal, wo war denn das hier? Ach, da. Könnte mein Layton eigentlich auch streamen? Ja, bestimmt, aber warum? Naja, es wäre schwieriger, weil da Mark noch mit dabei ist und ja. Da wäre es wichtig, dass er rechtzeitig das Bild bekommt. Wie ist die Katze gestorben? Luke hat sie gegessen. Das ist schon gemein. Oh, das ist jetzt hier einfacher. Hier gibt es nämlich einen Walking Mode. Du. Ja, oben wurde noch gefragt. Ich guck noch mal kurz, Miitomo, was das ist. Ob du das hast, Miitomo. Miitomo, nee, das habe ich nicht. Was ist denn das? Das ist eine Android- und iOS-App. Ah. Ich hoffe, es ist auch für Android. Sonst hätte ich sowieso nicht. So, gehen wir hier mal weg und holen uns einen Yoshi. Dinge, die sich nicht gehören, aber Spaß machen, Teil 2 in einem veganen Restaurant alle mit Hackfleisch abwerfen. Das wäre eigentlich mal eine super Idee, weil ich meine, es gibt auch diese, die mit roter Farbe schmeißen. Oh, das sehe ich jetzt. Das sieht fast aus wie ein Herz, das in der Mitte. Also von dem. Geschlossen. Moment, die Tür ist verschlossen, hä? Oh. Aber. Ah, okay, jetzt kriege ich Yoshi wieder. Der April und sie ist immer noch schwanger. Der war gut. Ja, der hat eine Weile gebraucht. Bei mir zumindest. Aber. Was sagt denn Luke zum Abschied zum Professor? Pro Professor Auermann Fuß, ja. Ich merke schon, also dieser Auermann Fuß-Kick ist sehr beliebt bei der Community. Ja, ja. Das ist ja auch einer der besten. Wie viele andere Gags ja auch. Gott sei Dank. Ja, wir haben also bald irgendwann ein Best of, muss das geben. What the fuck? Burp. Oh, so funktioniert das. Okay, damit haben wir schon mal eine Münze. Naja, klein muss man erstmal anfangen. Ja, 12,5% klingt das schon mal viel. Richtig. Das klingt besser als eine Münze. Ja.
nein, das war nix. Das finde ich aber richtig cool eigentlich. Also die Idee, dass man hier mit allen Charakteren spielen kann. Ich finde die Idee, dass man mit allen Charakteren spielen muss, ein bisschen doof dann. Können ist ja eine schöne Sache, aber müssen. Dinosaurier in der Eiszeit, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wer bei mir geht so gerade die Katze an die Wand ran. Wo packt Miss Oldbag ihre Sachen ein in einem Old Bang? Ja. Naja, auf Deutsch in einer alten Schachtel.